So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA WM 18. Forest Brillig gegen Uruguay wurde zum Spieler des Tages gewählt. Wundert mich ein bisschen. Für mich wäre wieder Armstrong eigentlich die erste Wahl gewesen, aber egal. Wir sind jetzt hier in der Hammergruppe. Österreich, Portugal, Spanien und Marokko. Gegen Spanien geht es jetzt los. Erste richtige Prüfung. Marokko wurde 4:0 weggefegt. So, dich setze ich das mal ein. Warte mal. Wem hatten wir denn da? Ja, ich glaube, ich Gregoritsch. Wir setzen mal Gregoritsch ein. So, das wird sicher nicht leicht werden. Österreich gegen Spanien. Ein Unentschieden wäre schon hier eine gute Ausgangslage, sage ich mal, für die Österreicher. Oh! Schöpfer von Autovic, der kommt mit dem Kopfball noch ran und an die Stange. Österreich gehört die erste Top-Chance. Oh. Würde man sagen, die ersten 8 Minuten gehören den Österreichern. Top gemacht. Oh, schon wieder. Ja! Erst drinnen! Anatovic! 1:0, Alter. Oh, jetzt habe ich abgewartet. Das habe ich jetzt nicht gepackt, Alter. Erster Kopfball war schon gut. Der Torwart weit draußen schaut nur immer noch nach, wie Anatovic den Kopfball reinköpfelt. Unglaublich. Unglaublich. Wieder Anatovic per Kopf. Dragovic weist sich hier dagegen und jetzt Ulmer hat hier viel Platz, wird nicht attackiert.
Ja, Österreich macht viel fürs Spiel. Da hat Ulmer ordentlich zugerannt. Keine Karte, oder Fehlentscheidung. Eindeutig. Oh shit, ich dachte, das war außerhalb. Ich go! Yes! Da wir haben schon in Spanien auf. Wie lange lässt du noch spielen? Den Vorteil. Jordi Alba ungehalten. Übermütig bei dem Fall. Lindner. Gregoritsch auf Kainz. Oh. Ja, geklärt ist geklärt, wurscht wie. Oh, das spielt mich der Jäger aus. Das wär's lieb. Danke. So, Chef. Der geht vorbei. Der geht vorbei, der hat viel Platz. Der hat viel Platz. Wird nicht attackiert. Wird einfach nicht attackiert. Und das darf man nicht machen. Wird in keinster Weise attackiert. So, keins auf der Mittel. Rüber zur Mitte. Oh. Baumgartlinger. Da weiß ich jetzt zwar nicht, wie was er die gesehen hat. Da ist einer verletzt. Die Spanier haben jetzt in ernster Lage erkannt. Ich glaube, es wird Zeit für die Pause.
Oh, was war das? So, Pausenstand 2:0. Ja, und wisst ihr was, Leute? Was ich gerade beschlossen habe, ich werde, wenn ihr das hier seht, wird natürlich die WM schon vorbei sein, aber ich werde mit dem WM-Sieger auch ein Let's Play machen, werde quasi die WM nachspielen. Aus seiner Sicht. So wird es sein. So ist es. So, Baumgartlinger. Gelb, deswegen wird hier Grilic auflaufen. Der hat mir gefallen. In der ersten Partie. Der 11 Ballberührungen, Leute, in so wenig Zeit. Das wäre schon ein Auswechslungsgrund, Alter. Oh. So, hands off Liner raus. Oh. Und jetzt viel da hinten. Hinteregger hat aufgepasst. Und wieder Liner. Der spielt ja auch eine sehr gute Partie. Stark. Oh, da ist keiner. Hinteregger putzt aus. Anatrovic, der ist bissig. So, Schöpf. Warum nicht? Oh.
Na, geschlechtlich. Ja, das machen wir. Das machen wir jetzt. Lines statt Lazaro. Keins statt Lazaro. Lines, Alter. Ja. Probieren wir mal die Variante aus. So. Hol mal. Schön auf Schöpf. Das gibt wohl Gelb. Oder ist der Schiedsrichter gnädig? Er ist gnädig. Oh. Das war klein, Alter. Jawohl. Jetzt hat er sein Tor. David Olopun! Ball zu ihm zurückgesprungen, das lasst er sich natürlich nicht nehmen. Hat hier viel Platz, macht Meter. 3 zu 0. Gleicher Stand eigentlich wie bei den Schotten. Mal schauen, was hier noch geht oder nicht. Olopun. Substitution for Spain. Coming off the pitch, number 19, Diego Costa. Coming onto the pitch. Ah, Costa hat gespielt, das hat man gar nicht gemerkt. Da glaube ich, das war nur ein Spaß. Alter, Lazaro. Ups. Also ich würde mal sagen, dass man Marke euch Spaß. Hinteregger wirft sich hier sehr gut rein. So, Lazaro, hat er noch mal eine Chance? Ecke. Hm.
referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes added time. So, davon ist einer schon um. Ich würde mal sagen, die Partie ist gelaufen. Oder nicht? Oder nicht? Nein, ist sie nicht. 4-0 an Atrovic. Der Marco. Da fahren sie noch einen Konter ein. Unglaublich. Aber ich glaube, das wird es jetzt hier gewesen sein. Unglaublich, Österreich deklassiert Spanien. Wie sind wir hier jetzt? Das war noch knapp. Guter Reflex. Aber da hat man schon gemerkt, in den ersten 8 Minuten, da liegt ein Tor für Österreich in der Luft. Und so war es auch 1-0. Der hat genau gepasst. Schöpf, den hat keiner attackiert. Er bedankt sich mit dem 2-0. Er versteht es nicht, wie ihm seine Hintermannschaft in den Stich lassen konnte. Alaba 3-0. Lazaro. Schon besser. Aber zum Schluss wird nur noch ein Konter eingefahren von Marc Arnautovic. Viertel Österreich spannend, damit schaut es gut aus für den Aufstieg. Ich bin der Fangamer, wir sehen jetzt noch die Tabelle. Ja, Portugal ist Verfolger. Macht es gut, bis zum nächsten Spiel. Tschüss, Baba.